So, weiter geht's. Ich wollte ein Gefängnis bauen. Und zwar hier unten. So, 4x4 Felder, das müsste eigentlich genügen, denke ich mal. Und die eiserne Jungfrau hatten wir zum Training geschickt. Ja, genau. It is payday. Mal Zahltag. Genau, wir haben auch einen neuen Zauberspruch bekommen. Sight of Evil. Warlock has become unhappy Den werde ich because euch he gleich mal has vorführen, wenn nowhere. wir genug Mana haben. Und zwar können wir damit ein Gebiet sehen, was wir bisher nicht erforscht haben, also in dem wir nicht waren. Zum Beispiel, ich werde es hier gleich mal zeigen, hinter der Tür seht ihr, wird uns einfach nur angezeigt, dass hier Warlock Erde has ist. become unhappy because he Aber has die Tür wird nowhere. sicherlich nicht vor Erde erbaut worden sein. Das heißt, wir machen jetzt mal Sight of Evil hier hin. This, when cast on areas of land, will make all hidden passageways revealed. Ja, und ihr seht das. Jetzt sehen wir hier, dass hier ein Gang ist, der nach hier hinten führt. Und wir haben so einen kleinen Einblick erhalten, was uns da erwartet. Ist ganz praktisch, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht wissen, ob hier Gegner hinterlauern oder wie auch immer, können wir erstmal einen Blick riskieren und dann entscheiden, ob wir da hingehen. Das Gold hier werden wir abbauen. Ja, ich werde auch die Bibliothek noch erweitern müssen. Weil es ist. Wir können nur zwei Sachen bisher erforschen. Das reicht zwar, um die beiden neuen Zaubersprüche zu erforschen, aber wir wollen die anderen ja auch wieder upgraden, denke ich mal. Damit unser Blitz stärker ist und alles. Von daher eine zweite eiserne Jungfrau werde ich gleich in den Trainingsraum packen. Damit sie nicht auf doofe Ideen kommt. Boah, die Kreaturen sind fleißig am Trainieren. Ah, und da kommt noch eine eiserne Jungfrau. Die werde ich gleich mir schnappen, hier reinschmeißen, damit sie trainiert. So, 19 Kreaturen, das heißt, eine können wir noch aufnehmen. So, dann baue ich das Gefängnis hier hin, wie wir es wollten. Dann graben wir mal hier durch. Das sieht schon wieder sehr verdächtig aus. Okay, hier geht's nicht mehr weiter. Ja, wir haben das ja im letzten Level gesehen, dass immer diese verwinkelten Gassen oft zum versteckten magischen Gegenstand führen. Ja, genau, hier seht ihr es. Da können wir wieder 10.000 Gold durch erhalten. Okay. Ich werde mir noch einen Imp erstellen. I see you have discovered a Und erforsche magical das hier mal so item. ein bisschen mit ihm. Um mal zu sehen, was hier noch so ist. Ah, da ist ein Riese, Stufe 4. Okay. Ja, ein Riese. Ich würde mal sagen, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Da graben wir uns mal hier durch. Das Gold können wir uns gleich schnappen. Your gold reserves have been increased. Dann können wir nämlich hier nachher noch unsere Bibliothek A ein bisschen mistress has become größer unhappy bauen. because she has no lair. So, und den Riesen hat er. Ah, der Zauberspruch Call to Arms, durch den können wir alle unsere Kreaturen an einem bestimmten Punkt rufen. Ist auch sehr praktisch. Werde ich jetzt erstmal nicht demonstrieren, weil der kostet 10.000 Mana, dann sehen unsere Mana-Reserven schon wieder sehr schlecht aus. Von daher werde ich mir das jetzt erstmal sparen. Obwohl, ich kann es euch einfach gleich hier mal zeigen, wenn der Riese angreift.
A mistress has become unhappy because she has no lair. Call to arms. A spell which is your only means of making massive battle rage at also, packen wir den einfach mal hier hin. Which is yours to choose. Ah, jetzt ist hier diese Flagge gekommen. Und unsere Kreaturen werden jetzt hier hinrennen. Genau, da kommt schon die erste eiserne Jungfrau, die Goblins. So, wir werden dem mal ein bisschen helfen. Ihr seht das, der Riese ist hier kein Problem jetzt. Und jetzt klicke ich einfach hier unten wieder rauf. Der Banner verschwindet und unsere Kreaturen gehen wieder der Sache nach, die sie als letztes aufgetragen bekommen haben. Sprich, die eisernen Jungfrauen gehen jetzt bitte wieder trainieren, nicht in die Folterkammer, und die Magier dürfen jetzt wieder ein bisschen forschen. So. Ach, hier oben die Goldreserven werde ich auch gleich mal abbauen, bevor wir die vergessen. Und die Bibliothek werde ich vergrößern, damit wir jetzt mehr Platz haben und noch ein bisschen forschen können. Ihr seht das, jetzt sind erst 2 von 6 Regalen gefüllt. Das heißt, wir können jetzt noch 4 Zaubersprüche upgraden. So. Ach, hier macht der Magier so ein bisschen Radau. Den wollte ich jetzt aber erstmal noch nicht attackieren. Okay, scheint nicht auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Der ist so ein bisschen auf Stress aus. Your portals have attracted as many creatures as they can. Ah, und jetzt haben wir noch einen 4. Magier bekommen. Das heißt, wir können jetzt keine weiteren Kreaturen mehr bekommen. So. Okay, der Magier. Den lassen wir erstmal in Frieden, obwohl wir könnten mal. Wir schmeißen einfach mal die Imps hier wieder so hin. Ist immer eine gute Möglichkeit, um zu sehen, was einen da noch so erwartet. Wenn man schon ein bisschen Gebiet sieht. Ansonsten wäre jetzt wieder halt der Zauberspruch Sight of Evil recht praktisch. Ah, da ist auch noch Gold. Bauen wir mal alles ab. Hier auch. Wäre ja schade drum, wenn es liegen bleibt. Okay. Der Riese, der müsste jetzt eigentlich genau im Gefängnis sein. Den werden wir mal wieder wie gewohnt foltern. Mal gucken, ob er uns ein paar Gebietsinfos ausspuckt. Wir könnten auch ihn heilen, während er gefoltert wird. Das haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Was bringt das, fragt ihr euch jetzt, wenn wir den Gegner heilen? Ganz einfach, wenn wir ihn lange genug foltern, dann können die nach einer Zeit zu uns überlaufen. Ich möchte jetzt aber in diesem Level nicht unbedingt noch menschliche Kreaturen haben, weil es oft auch dann Stress gibt und die werden unglücklich dann, weil sie mit Kreaturen zusammenleben müssen, die sie nicht mögen. Und ich habe jetzt keine Lust, hier noch einen zweiten Dungeon aufzubauen. So, er hat uns jetzt erst gestorben und hat uns hier hinten ein bisschen was gezeigt. Na, jetzt nicht wirklich viel. Jetzt wissen wir aber, dass hier gegnerisches Gebiet ist, dann machen wir mal Sight of Evil hin. Und siehe da, hier ist ein Heldenportal. Okay, ist wieder der Magier. Ja, ihr seht das, hier ist ein Heldenportal. Genau. Ich weiß gar nicht, warum die Imps jetzt hier die ganze Zeit so blöd rumrennen. Unnötigen Stress provozieren. Oh. So. Ihr habt's gesehen, die Riesen sind jetzt von hier unten gekommen. Die können auch unbeschadet durch die Lava latschen. Die wollten uns ja von hinten angreifen. Mein Dungeon Heart ist under attack. Mein Dungeon Heart ist under attack? Hä? Oh, scheiße.
So geht's ja nun nicht. Na, da haben die Riesen jetzt zusammen attackiert. Aber das waren insgesamt nur 4 Stück. Das kann uns natürlich jetzt nicht großartig schocken. Die Imps werden die jetzt alle in das Gefängnis bringen. Und ich pack die dann gleich alle in die Folterkammer. Das werden wir allerdings im nächsten Part machen, also seid wieder dabei. Und wir sehen uns gleich. Bis dann.